Hallo liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal bin ich mit meinem kleinen Schamanen auf Level 32 unterwegs. Der Grund ist simpel. Wir sind mal wieder dabei auszutesten, wie schnell man, ich sage jetzt mal als normalsterblicher Spieler, von Level 1 bis Level 50 leveln kann. Beziehungsweise in dem Fall, da ich als Vulpera angefangen habe, von Level 10. Wenn wir gleich hier aus dem Fight sind, werfen wir mal einen Blick auf die Slash Playtime, die ich hier gerade am Start habe. Und wir sehen, das sind 3 Stunden 24. Ich habe angefangen bei ungefähr ab Minute 20 zu leveln. Heißt, wir sind jetzt grob 3 Stunden unterwegs und ich bin Level 32. Heißt, in ungefähr 3 Stunden, 22 Level, wenn ich diesen Schnitt halten könnte, wäre ich wahrscheinlich in 5 Stunden irgendwas Level 50. Außer natürlich jetzt hinten raus dauert es ein bisschen länger, was ich vermute. Ich denke mal, so zwischen so 6 Stunden sind wahrscheinlich realistisch. Hoffe ich zumindest. Aber worauf ich in diesem Video hinaus wollte, wir haben uns ja in einem der letzten Videos damit beschäftigt, beziehungsweise der Frage gewidmet, wie realistisch es ist, als, wie gesagt, Normalo-Spieler innerhalb von 3 Stunden noch was auf Level 50 zu kommen. Und da haben wir ja gesagt, ohne große Vorbereitung ist das schon ein dickes Brett, was man da bohren muss, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich das Ganze mit ein bisschen Vorbereitung angegangen und kann noch ein paar Tipps geben, wie ihr die Levelphase ohne großen Aufwand beschleunigen könnt. Und ohne weitere Umschweife kommen wir jetzt zu eben jenen Tipps. Wenn euch das Ganze hier gefällt, gerne ein Like oder ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, los geht's. Tipp Nummer 1, und das ist ziemlich simpel, benutzt das Destillat der 10 Länder. Tatsache, ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass Blizzard das mit dem Pre-Patch auch aus dem Spiel genommen hat, beziehungsweise die Wirkung aus dem Spiel genommen hat, dass das keinen EP-Buff mehr gibt. Jetzt habe ich neulich diesen Char im Stream hochgespielt und da wurde mir aber gesagt, nö, das Zeug gibt's noch. Und Tatsache, die Destillate funktionieren genauso wie vorher, kosten genauso viel wie vorher und geben euch einen dicken 10% Buff auf die Erfahrung. Also, da werdet ihr dumm, wenn ihr das nicht mitnehmt. Kauft euch auf jeden Fall mit einem eurer Chars diese Destillate und verwendet sie auch. Dann, was noch wichtig ist, ladet euch unbedingt ein Addon runter, was für Rare Mobs geeignet ist, beziehungsweise was euch Rare Mobs auf eurer Karte anzeigt, hier. Auch ein Hinweis aus meinem Stream, vielen Dank dafür, denn Rare Mobs beschleunigen eure Questphase doch nochmal erheblich. Ich bin darauf schon in einem der vorherigen Videos eingegangen und habe dort erwähnt, wie effektiv Rare Mobs sein können. Wirklich gemerkt habe ich es aber erst jetzt mal selber, da man teilweise, das ist erst, meine ich, ein oder zwei Level her, wo ich jetzt, gut, eben waren es 5000 noch was EP für eine Quest bekommen habe, habe ich selbst für Rare Mobs, weiß nicht, 3000 EP bekommen und die waren nicht schwer. Die waren, weiß nicht, die laufen einfach an der Gegend rum, nebenher. Die pült man schnell um, fertig. Leichter kann man keine EP machen. Es ist tatsächlich so. Schneller kann man nebenher keine EP einsacken. Und deswegen, wenn es euch geht wie mir und ihr nicht wisst, wo sich gerade genau Rare Mobs aufhalten, dann nutzt so ein Addon. Lasst euch helfen, lasst euch die Rare Mobs anzeigen. Geht keine riesen Umwege, ja, um die Rare Mobs zu klatschen, auch ganz wichtig, weil das lohnt nicht. Aber sofern es möglich ist
und ihr Quests auf eurem Weg habt, wo ihr eh lang müsst, versucht diese mitzunehmen. Ganz easy. Dann, was ich noch festgestellt habe, was ein bisschen ärgerlich ist, ich hatte jetzt zum Beispiel den Fall, ich habe im Vorgebirge des Hügellandes gequestet, bevor ich hier nach Gorgrond gegangen bin. Das lief auch alles super easy, super fix, aber ich hatte irgendwann damit zu kämpfen, dass ich wieder mal in irgendeiner Weise gefaced war und keinerlei Chance hatte, die Quests fortzusetzen. Wenn ihr einen solchen Fall habt, gar nicht lang aufhalten, nicht lang rummachen, geht direkt in ein anderes Gebiet. Geht direkt woanders hin, alles andere, weiß nicht. Ich habe es nicht geschafft, mich wieder so zu phasen, dass ich die Quests hätte fortsetzen können. Und wenn ihr da, weiß nicht, ewig lange rumsucht, das bremst euch nur aus. Also, auch wenn das Questgebiet noch so geil sein mag, aber es bringt halt wirklich gar nichts. Geht woanders hin, questet da weiter. Und so blöd es sein kann, wenn vielleicht sogar euer Lieblingsgebiet in irgendeiner Form gelockt ist oder sonst irgendwas. Aber was will man machen? Vom Rumstehen alleine gibt es keine EP. Und was ich auch noch festgestellt habe, was mein letzter, ich sag mal in Anführungszeichen, Tipp ist, woran ich zum Beispiel auch absolut nicht gedacht hatte, ist die Tatsache, nutzt auf jeden Fall das Level Gear trotz allem, also sprich die Erbstücke. Ihr bekommt dadurch zwar keine Bonus-EP mehr, aber der Vorteil ist, dass ihr sicher sein könnt, dass ihr diese Items, die ihr da anhabt, sie leveln mit euch. Und ja, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr die so schnell nicht wieder ablegt. Das gibt euch den Vorteil, dass ihr sie ohne groß nachzudenken verzaubern könnt. Und die Verzauberung geben euch doch einen deutlichen Boost beim Leveln. Ja, also ihr könnt auf Hals, Rücken, Brust, Ringe, sofern ihr Erbstücke habt, ihr könnt auf Schuhe, ihr könnt auf Handschuhe, ihr könnt überall VZs draufpacken. Und was jetzt alleine nicht viel aussieht, ja, wenn ihr beispielsweise, keine Ahnung, plus drei Werte überall draufpackt, aber in Kombination auf all diese Items stackt das richtig krass hoch und ihr macht ein gutes Plus an Damage und je mehr Damage ihr macht, desto schneller seid ihr mit den Questen fertig. Punkt aus Ende. Und natürlich neben VZs gilt auch sowas wie mit der Waffe. Wenn ihr eine Erbstückwaffe habt, wo ihr Edelsteine reinpacken könnt, macht das auch auf jeden Fall. Kostet nichts und gibt euch beim Leveln einen richtig dicken Boost. Was ihr genau braucht, ich dachte, jetzt werde ich von einem Ali umgepölt. Was ihr genau braucht, erfahrt ihr am besten aus Guides im Internet, auf die jeweilige Klasse bezogen. Da kann man so im Allgemeingültigen wenig Tipps geben. Aber grundsätzlich, wenn ihr diese vier Tipps beherzigt, dann sollte eure Level Experience doch nochmal um einiges höher sein. Und kommen wir noch zu einem fünften Thema. Zum Beispiel eignen sich Klassen, mit denen ihr schnell hin und her reisen könnt, mega gut für Speedleveln. Das dürfte, denke ich, kein Geheimnis sein. Zum Beispiel habe ich jetzt als Vulpera die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier Level 40 erreichen würde, ist es natürlich wichtig, dass ich sofort an das Fliegen rankomme. Ja, dass ich mir sofort Fliegen kaufen kann, das schnelle Fliegen, damit ich hier schneller unterwegs bin. Ich kann dann mein Lager einfach hier in Gorgrond beispielsweise setzen, habe meinen Ruhestein in OG sitzen, teleportiere mich da schnell hin zurück und wenn ich fliegen gelernt habe, kann ich mit der Fähigkeit zurück zum Lager ganz schnell wieder hier nach Gorgrond reisen. Und all diese Tipps zusammen sorgen dafür, dass ihr wirklich einige Minuten spart. Nicht nur Minuten, teilweise eventuell sogar Stunden. Und das würde ich sagen, ist doch wert, zumindest beim, weiß ich nicht, wenn man den 17. Char spielt, das kommt sogar tatsächlich bei mir hin, ungefähr, dann habt ihr keinen Bock mehr, groß noch alles mitzunehmen und zu leveln. Macht es euch so einfach wie möglich, beherzigt diese Tipps und ihr werdet sehen, das Leveln geht ziemlich schnell von der Hand. Und noch dazu muss ich sagen, wenn man so wie hier
durch die Gegend pflügt und den Mobs mal, weiß ich nicht, mit einem Crit die Hälfte vom Leben abzieht. Das macht schon Spaß. Also da gibt's schlechtere Experiences, sage ich mal. Das war's an dieser Stelle von meinem mini kleinen Tippvideo, was ich jetzt einfach nur mal so nebenbei aufnehmen wollte, einfach um noch meine Erkenntnisse zu schildern. Ich bin am Ende gespannt, wie schnell ich es mit diesem Char jetzt tatsächlich auf Max Level schaffe. Dazu wird es auch noch mal ein Video geben. Ich glaube nicht, dass ich danach vor Shadowlands noch die Zeit finde, noch einen Char zu leveln. Das wird wahrscheinlich unmöglich, aber ich denke, für das Experiment bin ich erstmal zufrieden und wenn wir weitere Erkenntnisse haben, können wir die auch noch mit Shadowlands umsetzen, weil irgendwann kommt bestimmt auch da mal der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr allzu viel zu tun haben. Das war's von meiner Stelle. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, macht was Schönes und bis zum nächsten Video. Reingehauen!